Krones ist jetzt 60 Jahre alt und die Betriebssportgemeinschaft 25 Jahre alt. Natürlich bin ich stolz darauf, dass wir so viele Mitarbeiter finden, die da mitmachen, dass wir erfolgreich sind, dass es auch heute für diese Feier und für diese sportlichen Feste so viel da sind, dass die Werke in Deutschland alle hier vertreten sind, und das ist schon eine tolle Sache. Die erste Sportart war damals Tennis. Also Tennis war die Gründungsabteilung der Betriebssportgemeinschaft Krones. Nachher sind dann immer peu à peu weitere Abteilungen dazugekommen. 1986 habe ich festgestellt, dass Krones keine Fußballmannschaft hat in der Regensburger Firmen- und Behördenliga. Haben wir damals eine Gründungsversammlung abgehalten und war die Resonanz eigentlich recht groß. Und so haben wir halt die Mannschaft für den nächsten Punktspielbetrieb angemeldet. Also wir sind furios gestartet und haben einige Meisterschaften in den Jahren errungen. Es ist um 11 Uhr ein Fußballturnier, da spielen die das Werk Flensburg gegen das Werk Rosenheim. Dann um 13 Uhr haben wir ein Damenfußballturnier, da spielen die Damen, die Krones, die Neugierende Damenfußball gegen die Siemens-Conti-Mannschaft. Und dann anschließend spielen noch Neutraubling gegen Flensburg und auch Rosenheim gegen Neutraubling. Also wir haben natürlich heute den Betriebssporttag, wo sie alle Sportarten, die wir haben, präsentieren, sei es bei Turnieren oder bei Schnupperkursen und Demonstrationsveranstaltungen. Das ist so der Tagesablauf heute, und ab 18 Uhr gibt es dann noch eine schöne Abschlussfeier im Krones Betriebsrestaurant. Ich bin jetzt schon 6 Jahre im Ruhestand und die BSG feiert das 25-Jährige. Ich hätte abends auch nur zum Festabend kommen können, aber ich wollte eben wieder mal alle Kameraden sehen, die sich in der BSG betätigen, in verschiedenen Sportarten. Ich bin jetzt hier beim Stockschießen, nachher werde ich noch zum Fußball rüberschauen, auch zum Tennis, Tischtennis schaue ich ein bisschen vorbei. Die Leute kennen mich ja alle und ich freue mich, sie alle wieder zu sehen. Das ist 25 Jahre BSG Krones. Da haben wir ein Stockturnier ausgerichtet. Da sind die Mannschaften von Krones Neutraubling, sind 6 Mannschaften. Dann 5 Mannschaften von Krones Werk Nittenau und eine Mannschaft vom Werk Steiniger in Freising. Man muss auch wirklich sagen, das Unternehmen Krones fördert natürlich und unterstützt die Betriebssportgemeinschaft wirklich in hervorragender Weise. Da muss man wirklich Danke sagen.